Hey Leute und herzlich willkommen zur 26. Folge der Real Madrid Trainerkarriere auf dem Kanal Benz Gaming TV. Heute steht das La Liga Spiel gegen Mallorca an, am 19. und damit letzten Spieltag der Hinrunde. Aber bevor das Spiel losgeht, habe ich ja angekündigt, werden wir noch einen rechten Flügel bzw. Flügelspieler verpflichten, denn die Wintertransferphase hat bereits begonnen. Wir sind gerade am 1. Januar, also direkt am Beginn der Transferphase, und da wollen wir auch direkt zuschlagen mit einem neuen Flügelspieler als Ersatz für Rodrigo, beziehungsweise dann, wenn er wieder fit ist, so als Backup oder auch halt mal als Startspieler, wenn einer der beiden, Vinicius, Rodrigo, mal nicht so ganz fit ist oder mal eine Pause braucht oder so. Genau, darum heute, bevor wir in die nächste Blamage reingehen gegen Mallorca, werden wir einen Spieler bzw. Flügelspieler verpflichten. Auf der Liste haben wir einen Federico Chiesa, ein Leroy Sané, ein Raheem Sterling, ein Luis Diaz, ein Bukayo Saka, ein Martinelli. Wen ich noch ganz interessant finde, das ist ein Rafael Leão vom AC Mailand. Und ja, so als nächster Schritt wäre ja Madrid für ihn ja irgendwie schon realistisch, wie ich finde. Also, ich würde sagen, wir werden jetzt mal in die Verhandlungen mit Rafael Leão gehen, mit Gabriel Martinelli, mit Saka und mit Luis Diaz. So, dann bieten wir doch mal, würde ich sagen, 120... Oh Gott, hast hier den Fehler gemacht, 120, ja, da steigen wir mal ein, ich denke mal, das wird der Mindestverkaufspreis sein. Oh, 156 Millionen, scheiße, ja, die wissen, Real Madrid hat Geld. Oh, nee, da wären wir richtig, machen wir mal 122,5. Oh, was ein Sprung von dem AC Mailand. Die merken, nee, wir spielen nicht mit, wie die es wollen. Die geben aber sehr, sehr schnell auf. 123 Millionen. Oh, okay. 123 Millionen. Ja, mal schauen, wie es bei den anderen aussehen würde. Gehen wir mal rein bei Gabriel Martinelli. Der wäre natürlich deutlich günstiger, aber bei Real Madrid ist ja Geld komplett unwichtig eigentlich. Gehen wir erstmal mit 65 Millionen rein. 70, jo. 65, 5. Nee. Komm, machen wir 66 Millionen. Faires Angebot. Dann würde ich sagen, gehen wir mal rein bei Bukayo Saka. Ah, gut, damit fällt einer schon mal weg. Dann versuchen wir es mit einem Luis Diaz. Und bei dem würde ich mit 60 Millionen reinstarten. 90, oh. Ah, oh, nee. Nee, ey, Liverpool, nein. Der ist 26 Jahre alt. Ah, okay. Aber die Zeit haben wir eigentlich nicht, um dass sie nochmal nachdenken. Aktuell wäre mein Favorit tatsächlich Leão. Ja, vor dem Spiel gegen Malle kam leider noch keine Antwort, was das Thema Luis Diaz angeht. Darum können wir jetzt aussuchen, entweder Leão oder Gabriel Martinelli.
schwierige Entscheidung. Der etwas stärkere, aber auch natürlich teurere wäre Rafael Leão. Aber Martinelli ist natürlich auch ein geiler Spieler. Auch beide gut Tempo, gutes Dribbling. Oh, schwierige Entscheidung. Kommt Leute, wir machen's. Rafael Leão, was wäre das für ein geiler Transfer? Vor einem Jahr schon in Gespräch mit Real Madrid gewesen, wollte erstmal noch nicht den großen Schritt wagen, sondern noch ein bisschen ja, bei AC Milan kicken, aber ich bin jetzt mit 24, wäre es doch mal soweit, den nächsten Schritt zu gehen. Wichtig. Oh, das nimmt er sogar an, das ist sehr gut. Vertragsdauer, machen wir einen 4-Jahres-Vertrag draus. Freigabesumme möchte er nicht. Gehalt, Bonus, den werden wir entfernen. Gehalt werden wir noch ein bisschen runterpegeln. Ah, nee. Machen wir 160, komm. Er will die 180. Letztes Gebot 170.000. Hey, Kumpel, komm. 170.000 und du kriegst dafür aber noch hier ein paar oben drauf. Sollen wir es annehmen? Komm, wir nehmen es an. Er hat gewonnen. Rafael Leão, da ist er. Rafael Leão. Wie geil ist das? Was ein Hammer-Transfer in der Wintertransferphase von Real Madrid, aber das Ganze auch komplett aus Not. Wir haben aktuell nur einen Weltklasse-Flügelspieler und das ist für einen Verein wie Real Madrid zu wenig. Und darum, ja, welcome to Hala Madrid. Und er erhält die 9. Das werde ich aber, denke ich mal, nochmal ändern. Geil, Leute. Neuzugang für 123 Millionen. Preisbewertung A. Hammer Deal. 86er Gesamtstärke. Bam! So, dann kommen wir zur heutigen Mannschaftsaufstellung von Mallorca, die in einem 5-3-2 halten spielen. In der Doppelspitze mit Larin und Morici. Auf der Doppel-8 mit Mascarell und Dardai. Auf der 6 Samu. Linker Außenverteidiger Costa. Rechter Außenverteidiger Maffeo. Innenverteidigung Kopete, Valgent. Und Kapitän Railo, im Tor Rajkovic. Auf der Bank dann Rodriguez, Nastasic, Koufré, Amas, Abdon, Sanchez und Greif. Malle spielt im Taktikkonzept Kick and Rush. Wer mehr dazu wissen möchte, gern kurz pausieren und durchlesen. Ansonsten wichtige Offensivkräfte, da der. Hallo. Nach der Verpflichtung von Leão von AC Mailand haben sie einen echten Superstar im Team. Was erwarten sie von seinem Debüt? Ich denke, er wird dem Team sehr helfen. Das ist genau so ein Typ, wie wir ihn wahrscheinlich brauchen. Wie gehen sie das heutige Spiel ohne Tchouaméni an? Wir haben einen super Kader. RCD Mallorca steht am Tabellenende. Sind sie zuversichtlich, dass sie jegliche Nachlässigkeit ihrer Mannschaft verhindern können? Es ist egal, wo Mallorca steht. Ja. Aber wir gehen natürlich heute auf Sieg. Ansonsten vielen Dank. Bitte keine weiteren Fragen. Ein Keeper von Chelsea, der auf Leihbasis bei uns war, hat uns übrigens verlassen. Die Leihe ist beendet, die lief jetzt aus, darum ist unser Ersatztorhüter damit wieder Lunin. Und noch eine gute Nachricht, Valverde ist wieder aus der Verletzung zurück, ist jetzt nur noch natürlich leicht angeschlagen, aber darf wieder spielen, aber er wird nicht von Anfang an spielen.
Wir werden eine neue Formation zur Rückrunde ausprobieren. Also heute ist ja noch nicht die Rückrunde, heute ist ja letzter Hinrundenspieltag, da werden wir die Formation ausprobieren. Und wenn sich die neue Formation gut beweist, sage ich mal so, dann wird das wahrscheinlich unsere kommende Rückrundenaufstellung dann. Wir spielen in einem trotzdem immer noch 4-3-3, aber jetzt mit einem 6er, einem 8er und einem 10er, den ich hier nochmal einen Ticken höher schieben werde. Und so sieht sie dann aus. Im Sturm Rossellou, linker Flügel Vinicius Junior, rechter Flügel Leao, auf der 10 Bellingham, auf der 8 Groß, auf der 6 Camavinga, Linksverteidiger Mondi, Rechtsverteidiger Kapitän Carvajal, Innenverteidigung Fernandes und Rüdiger, im Tor Thibaut Courtois. Auf der Bank Bravo, Güler, Modric, Brahim, Garcia, Vasquez und Lunin. Halt, ganz vergessen, Valverde kommt mit statt Brahim. Ja, der wird erstmal natürlich noch auf der Bank sitzen, aber wird dann vielleicht heute auch mal wieder seine paar Minuten Einsatzzeit bekommen, um wieder reinzukommen nach seiner Verletzung. Nochmal eine kleine Planänderung. Lunin als Torhüter, den brauchen wir nicht. Wir nehmen Brahim auch noch mit. Und damit nochmal recht herzlich willkommen live aus dem Estadio Santiago Bernabéu beim letzten Hinrundenspiel der La Liga. Real Madrid gegen Mallorca. Real Madrid mit dem Anstoß von links nach rechts in ihren weißen Trikots. Mallorca von rechts nach links in ihren schwarzen bzw. grauen Trikots. Ich bin gespannt, wie sich die neue Formation macht. Und wie unser Debütspieler Rafael Leao spielen wird, der übrigens von mir die Nummer 27 bekommen hat. Die 9 hat er nicht bekommen, weil ich ja weiß, dass wir im nächsten Sommer höchstwahrscheinlich eine neue 9 verpflichten werden. Mit höchstwahrscheinlich, wenn alles klappt, Kylian Mbappé. Und der will dann natürlich die 9. Leao. Leao ganz stark gemacht. Carvajal, schade, bleibt hängen. Ja, gut Druck gemacht, Bellingham, Leao, Rafael Leao. Fast sein erstes Tor für Real Madrid. Aber nur fast. Stark von Fernandes. Jetzt Bellingham. Oh, fast nochmal durchgeflutscht der Ball. Leao, ganz stark von Leao, schade Bellingham, noch nicht so richtig eingestimmt mit Leao, ja gut verteidigt, erster Eindruck nicht schlecht, Vinicius, super Drehung, wollte Rossellou durchstecken auf Bellingham. Oh, da sind sie vorbei. Mallorca. Stark verteidigt, aber Ecke. Ausgeführt. Courtois muss das erstmal ran. Da steht Vinicius Junior. Der macht jetzt hier einen Lauf mit Tempo. Immer noch Vinicius. Da steht die Abwehr zu schnell da. Situation noch heiß. Leao aus der zweiten Reihe. Rafael Leao mit seinem Debüttreffer. Da macht er den Greedy. Hätte ich auch gemacht an seiner Stelle. Und was ein Debüttreffer für Real Madrid. Zum Glück haben wir diesen Typ gekauft. Schaut euch diese Drehung an und dann dieser Abschluss. Oben rein. Was? Der hat ja richtig Bock heute.
Zum Glück haben wir den gekauft. Der erste Eindruck von dem Typ ist Hammer. Was eine Drehung, was ein Abschluss aus der zweiten Reihe. Das ist nicht nur sein Debüttor, sondern auch ein Traumtor. 1-0. Vielleicht jetzt der Unterschiedsspieler in der Mannschaft, den wir brauchen. Wieder Leao. 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 Immer noch Leao. Wieder vorbei. Leao. Leao. Rafael. Leao nochmal. Was ein schöner Pass auf Vinicius. Oh, Eckball. Ausgeführt von Kroos. Oh, fast das Kopfballtor hier. Von Rüdiger. Und wieder die Balleroberung. Bellingham. Rossellou. Rossellou. Ja, holt sich den wieder. Schade. Jetzt, oh nein, 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 oh, zum Glück haben wir so schnelle Verteidiger. Aber jetzt, Mallorca. Oh nein, 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 oh Gott, war. Was war das denn gerade? Vinicius. Vinicius Junior. Rossellou, Rossellou. Kann sich heute überhaupt mal wieder nicht durchsetzen. Halbzeit 1-0 Führung durch Debütspieler Rafael Leao. Zweite Halbzeit beginnt. Wir haben gewechselt. Rossellou geht raus. Dafür kommt Valverde nach seiner Verletzung zurück auf den Platz. Früher als gedacht, aber habe ich für nötig gesehen. Rafael Leao darf sich jetzt als Stürmer auch mal ausprobieren und Valverde kehrt auf die rechte Flügelposition. Oh, was war denn das für ein Drecksball? Genau, mal sehen, was das wird. Ich kann mir echt Leao auch als Stürmer vorstellen. Weil der ist jetzt auch nicht so klein. Durchsetzen kann er sich auch. Ah, weil Werde noch ein bisschen Schwierigkeiten ist, der auch klar. War lange verletzt. Jetzt aber. Weil Werde mit dem Pass Leao. Leao, schade. Auch er hat mal einen Ball verloren. Wird schwierig zu wissen, wen man einsetzt, wenn dann Rodrigo wieder zurück ist. Wahrscheinlich würde dann sogar ein Vinicius Junior passen müssen. Und dann Leao und Rodrigo auf dem Flügel. Aber ja, man weiß ja nicht, wie Rodrigo zurückkommt, wie Vinicius Junior in den nächsten Spielen sein wird. Erstmal weggeköpft, auf der Linie gerettet. Oh. Es ist trotzdem ein sehr spannendes, knappes Spiel. Kroos. Bellingham. Bellingham auf Valverde. Valverde. Oh, Valverde. Hat noch nicht das Gefühl für den Ball zurück. Oh, überlaufen. Jetzt kommt Mallorca und wieder Courtois. Wechsel Real Madrid. Mondi geht, dafür kommt Garcia und Toni Kroos geht, dafür kommt quasi, ich sage ja immer, der 1:1 Ersatz Luka Modric. Jetzt Eckball. Oh. Jetzt Vinicius Junior nimmt Tempo auf. Vinicius Junior. Vinicius Junior. Immer noch Vinicius. Ah, abseits. Oder nein? Ach komm, Schiri hat den Ball nicht berührt, ist dann auch vom Ball zurückgegangen. Darfst du eigentlich nicht pfeifen. Ja, stark. Modric. Jetzt Vinicius. Vinicius. Ah, schade. Was machen die denn da? Aber der irgendwie verliert er trotzdem den Ball nicht.
Jetzt wieder Malle mit Costa. Ja, oh, Valverde. Der ist echt überhaupt nicht zurück im Spiel bisher. Jetzt kommt, holt euch doch mal den Ball hier wieder. Leao, ja, nee, doch nicht. Wer war es? Camavinga, er hat die gleiche Frisur. Leao. 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 Und jetzt auf Bellingham. Bellingham. Eckball. Vasquez kommt für Carvajal aufs Spielfeld. 10 Minuten noch. Camavinga mit der Ecke. Ah nein, Mann! Modric. Ja, Valverde. Jetzt rüber, Vinicius Junior. Oh, warum mit Kopf? Ey, warte doch und nimm ihn an. Du hast doch Platz. Was war denn das für ein Abstoß? Ja, nee, jetzt kommen die nicht wirklich nochmal kurz vor Schluss hier durch. 88. Spielminute. Nochmal Angriff von Mallorca. Aber alle gehen rauf, alle kämpfen bis zum Schluss heute. Einwurf trotzdem. Nochmal. Nachspielzeit läuft. 2 Minuten gibt's oben drauf. Nein, 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 nein. Oh, Courtois rettet uns. Courtois, er rettet uns hier. Meine Fresse. Und holt das mit vorne. Und Abpfiff. Abpfiff. 1-0 Sieg. Wir haben tatsächlich es mal geschafft, kein Gegentor zu kassieren. Und das ist echt was Positives. Und das 1-0 hat unser Debütant Rafael Leão geschossen. Der wurde auch direkt zum Man of... Nee, Man of the Matches Courtois, aber danach ist der zweitbeste Rafael Leão. Wir sind jetzt wieder auf Platz 3 der La Liga, haben trotzdem aber 9 Punkte weniger als Platz 2. Ja, ich denke mal, Platz 3 am Ende wäre schon realistisch für uns. In der nächsten Folge heißt es dann Copa de España. Und da geht es dann in der Runde der letzten 32. Es ist das Achtelfinale. Nee, das heißt ja einfach Runde der letzten 32. Okay, warum? Achso, erste Runde gab es nicht mal für uns. Okay, wir spielen in der Runde der letzten 32 dann gegen Valladolid. Ich glaube, das ist ein Zweitligist. Also sollte auf jeden Fall ein machbares Ding werden. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Ciao, bis zur nächsten Folge und abonnieren und liken nicht vergessen. Und schaut gerne nochmal bei meiner Bayern-Karriere vorbei.